Universal Audio Volt 476. Ein sehr interessantes Interface, wie ich finde. Die 4 steht für die Eingänge oder Ausgänge und die 76 stellvertretend für den legendären Kompressor 1176, der stand hier Pate. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Herzlich willkommen beim Roger, herzlich willkommen bei den Ash Creek Studios. Wenn du neu bist hier auf dem Kanal, bei mir geht es um Audiotechnik, Studiotechnik, Gitarren, Mikrofone, rund um die Musik. Und heute unser Thema Universal Audio Volt 476. Wir starten. Ja, gucken wir uns doch mal unser Interface an. Ich nehme mich mal bitte dazu. Und zunächst, was so ein bisschen auffällt, das ist... Ja, erinnert so ein bisschen an die 70er Jahre vom Design her. Und wenn ich mir sozusagen die Potentiometer hier mal anschaue, erstmal so rein von der Haptik her, sind wir mal von der Optik ein Stück weit weg. Wie gesagt, da waren wir gerade in den 70ern. Gucken wir uns mal die Funktionalität an. Also hier wackelt erstmal überhaupt nichts, gar nichts. Stabil, das kann man sagen. Und ja, dann geht es mal los mit der Erklärung. Hier also unsere Möglichkeit zum Einpegeln. Da spreche ich auch gerade drüber. Das wäre dann für den zweiten Mikrofonkanal. Er hat ja noch zwei Line-Eingänge auf der Rückseite. Gucken wir uns auch gleich noch an. Mono-Schalter hier. Für mich immer gut, das auch mal Mono abzuhören, das Ganze. Um einfach den Höreindruck nochmal Revue passieren zu lassen. Ja, und dann haben wir hier ein paar Auffälligkeiten. Ne? Wir haben also hier ein paar Taster. Ja, und wir haben einmal hier den Kompressor und einmal Vintage. So, Vintage steht dann für den verbauten Preamp, den ich dann mitnutzen kann. Das ist so eine Art Emulation, die ich dann hier starte. Man hört jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen klarer im, naja, im oberen Band kann man fast sagen, vielleicht auch die Bässe leicht angehoben. Ich nehme mal wieder raus. Nein, es klingt tatsächlich etwas aufgeräumter. Doch, das, ja. Ich empfehle euch, Kopfhörer aufzusetzen, sonst sind die Unterschiede vielleicht nicht so ganz hörbar. Unser Kompressor, ja, also hier packt er schon deutlich zu. Das ist für Vocals gedacht. Dann habe ich hier nochmal einen Kompressor für die Gitarre und einmal einen, der offensichtlich sehr schnelle Attack- und Release-Zeiten hat, off. Ich lasse ihn jetzt mal bewusst auf Vocals stehen. Ja, stellvertretend gilt das gleiche für den zweiten Kanal. Und das ist klar, das ist für unsere Monitore die regelbare Lautstärke. Und hier haben wir dann unsere Monitoring Source. Also 1, 2. Jetzt höre ich nichts auf dem Kopfhörer. Jetzt höre ich wieder was auf dem Kopfhörer. Also das ist direkt zum Monitoren, zum Einspielen des Monitors oder zum Aktivieren, ja, der Monitoring-Gruppe. Pro 1, 2 und einmal 3, 4. Und da haben wir noch Out. Und hier bei den Outs, das sind sozusagen die Software-Ausspielwege. Ne? Also wenn ich quasi von der DHW her etwas ausspielen möchte, dann aktiviere ich es hier, ne? Um tatsächlich dann auch abhören zu können. Was mir ganz gut gefällt hier, unsere Einheit der Pegelüberwachung, ist zwar jetzt nicht, ich sag mal so 10 Segmente, aber die drei grünen hier und wenn ich jetzt etwas lauter polter, der gelbe und so weiter, das hilft dann schon gewaltig im Rahmen der Aussteuerung. So, jetzt drehe ich das Gerät mal um. So, was jetzt gerade geblinkt hat, das war die 48 Volt Phantomspeisung, die ich nochmal bewusst eingeschaltet habe für mein
Mikrofon hier. Ich hatte es kurz ausgeschaltet, um euch den Effekt zu zeigen. Also er blinkt und nach ein paar Sekunden schaltet er dann zu. Ich finde das ganz gut, weil oftmals knackt es und es hat irgendwelche Geräusche und so weiter. Brauchen wir alles nicht. Insofern ist das hier aus meiner Sicht mal ganz gut gelöst. Dann habe ich die Möglichkeit, auf Instrumenteneingänge umzuschalten. Ja, wird dann signalisiert durch die grüne LED, beispielsweise für Gitarre, für Keyboard. Ja, also da kann man schon ein bisschen was mit machen mit dem Ganzen. Und dann haben wir noch unseren Headphone, unseren Kopfhörerausgang und eine entsprechende Regelung dafür lautstärkenmäßig gesehen. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, Interface bei der Preisklasse, da hätte ich mir einen zweiten 48 Volt Knopf dann schon ganz gerne gegönnt, um halt eben wirklich hier so flexibel als möglich zu sein. So, dann schauen wir uns das mal von anderer Seite aus an. Was ich habe, ein Aus-Einschalter, das finde ich wieder gut gelöst. Kensington-Schloss, naja, das ist heute so gang und gäbe, das macht man wohl ganz gerne, das so auszuliefern. Dann meine Stromversorgung und mein USB. Danach auf der rechten Seite hier die MIDI-Ein-Ausgänge, die wir dann brauchen, wenn wir quasi mit dem Keyboard noch etwas ansteuern wollen über die MIDI-Schnittstelle. Und das sind meine Monitor-Ausgangswege, und die ich dann regeln kann. Und dann habe ich hier noch weitere Line-Ausgänge, die jetzt von der Lautstärke her nicht regelbar sind, aber ich habe immer die Möglichkeit, Signale anzulegen und kann natürlich dann, je nachdem, was ich vorhabe, diese Ausspielwege weiter nutzen. Und vorhin schon mal kurz angekündigt, hier dann unsere weiteren Inputs für Line 3, Line 4. So, Line-Eingänge, Drumcomputer beispielsweise, Keyboard, ne? Solche Sachen. Okay, dann gucken wir doch mal in die technischen Spezifikationen. So, unser Universal Audio Volt 476, gehen wir mal in die technischen Spezifikationen hinein. Also 24 Bit und bis 192 kHz, das ist ordentlich. Was mir aber aufgefallen ist, bei den Preamps, die verstärken maximal 55 dB. Da kann es sein, dass es nicht ganz ausreicht für das Shure SM7B. Vielleicht eine Idee für einen der nächsten Tests, uns das mal anzugucken. Gut, wir haben gesehen, wir haben eine Vintage-Schaltung drin. Wir können also den Preamp-Mode etwas ändern. Und wir haben natürlich auch den Kompressor. Wir haben die 48 Volt Phantomspeisung. Das war gerade die Geschichte mit dem roten Knöpfchen, das was ich euch gezeigt hatte. Wir haben ein Direct Monitoring, wir haben USB Bus Powered. Da würde ich aber ganz ehrlich dazu raten, da ist ein Netzteil mit dabei, nutzt das. Ich hatte schon mal den Effekt gehabt, dass es sich dann als USB abmeldet und anmeldet, und mit dem Netzteil ist mir das nicht mehr passiert. Gut, kompatibel mit allen möglichen aktuellen, was da ist, sogar mit iPad und iPhone und so weiter. Ja. Abmessungen, das ist glaube ich jetzt mal nicht so ganz interessant. Es wird hier jetzt etwas spannender für uns. Was ist nämlich im Lieferumfang mit dabei? Und ich denke, da kann es enorm punkten. Wir haben eine DAW dabei. Wir haben eine Marshall-Emulation für unsere Gitarristen mit dabei an Bord. Für die Vokalisten gibt es das Melodyne. Das ist so eine Voice-Korrektur. Wir haben hier ein wirklich geniales Hallgerät.
den Relab LX 480. Wir haben von der Plug-in Alliance den Ampeg SVT. Das ist eine Bass-Simulation, die wir hier nutzen können, Emulationen. Wir haben von Brainworks einiges dabei, nämlich einen Tuner und das Master Desk. Das ist wirklich optimal geeignet, um sich am Ende des Tages natürlich dann auch einen schönen Mastermix zu bauen. Dann haben wir den Virtual Drummer und einen virtuellen Bassisten dabei. Das kann man dann quasi über Keyboard ansteuern. Und wir haben dann hier auch nochmal die Spitfire Labs mit dabei. Auch das ist eine Software, die ich quasi über Keyboard und MIDI-Schnittstelle dann ansteuern kann. So, die Anschlüsse, das habe ich euch soweit alles schon gezeigt gehabt. Jo, das war mal der Ausflug zu unserem Universal Audio. Wir werden mit den nächsten Teilen, die jetzt dann da kommen, uns mal die Sounds nochmal speziell anhören. Wir werden mal gucken, wie sich das Ganze in die DAW integrieren lässt. Ja, welche Sounds denn tatsächlich dann rauszuholen sind aus den ganzen Komponenten, wie jetzt tatsächlich auch die Vintage, wie der Vintage Preamp wirkt, ja, im Vergleich und unsere Kompression. Und dazu gibt es natürlich dann auch nochmal ein technisches Blatt, wo die Kompressionsraten nochmal exakt beschrieben sind. Also an der Stelle machen wir dann weiter. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt mir vor allen Dingen gesund. Viel, viel Spaß bei dem, was ihr tut. Viel Spaß mit der Musik, mit eurem Hobby. Bis dann, Roger von den Hashkick Studios. Bis dann. Ciao.